Klappt das hier mit der Kamera? Ist da eigentlich stehen? Läuft. Läuft. Freunde, da sind wir in der ersten Probefahrt nach dem finalen Abstimmen. Und vor allem mit dir. Erste Fahrt 2024. Wir sind ja noch letztes Jahr mal so ein bisschen ein paar Probefahrringe gefahren oder so, ne? Verloren. Ich krieg die Zwehe nicht rein. Ja, weil wir vielleicht auch ein bisschen zu schnell rollen, oder? Das, nee, aber das ist wie blockiert. Gut. Was ist da schon wieder los? Die geht richtig hakelig. Oder wie ein bisschen verstellt. Vielleicht hat sich durchs Abstimmen, vielleicht durch Gänge durchreißen oder was? Kann sein. Nee. Das hat auch bis dahin eigentlich einwandfrei funktioniert. Gut, wir haben jetzt halt auf dem Prüfstand ein bisschen hier mit Shift-Cut hin und her geschalten und so, ne? Ja. Das könnte natürlich... Die geht schon rein, aber... hakelig. Was haben wir denn hier? Öltemperatur 90, ist eigentlich gut, ne? Ansaugtemperatur. Oh, jetzt ging die 2 aber gut rein. Ich weiß nicht, ob ich selber ein bisschen blöde bin. Ja, die flutscht halt nicht so richtig geil. Also die ist, ich weiß auch nicht, die könnte ein bisschen, weißt du? Aber meist, wenn einer nicht geht, gehen dann 2, 3 Hunde zu schön. Ich bin echt gespannt, wie der Sound über das Mikro rüberkommt. Ich denke, das klingt ganz unterhaltsam. Ein bisschen beobachten. Na gut, eventuell müssen wir halt die Schaltung noch mal ein bisschen einstellen. Geht's eigentlich, ne? Aber Soundkulisse ist doch einfach geil, oder? Ich denke mir, das war einfach warm genug und dann wird das einfach frei. Denkst du? Ja, bestes Wetter erwischt heute, oder? Wieder sonnig, wie zu der Probefahrt, die ich noch kurz vor dem Prüfstand gemacht habe. Legendär. Aber stellt mir jetzt mal irgendwas am Gaspedal geändert? Nee, gar nicht. Du meinst wegen der Justierung aus der Klappe? Nee. Aber es ist ganz cool jetzt über ScanCheck, dass man halt jetzt hier gucken kann, ne? Was haben wir denn eigentlich Drosselklappenstellung jetzt? 50%. 40. Wie viele Stunden habt ihr jetzt da auf dem Prüfstand? Das reine Abstimmen war gar nicht so lange. Ich würde mal sagen, also richtig effektiv, wenn man einfach schon alles aufgespannt hat und einfach nur mit dem Laptop drin sitzt, würde ich sagen, halbe, dreiviertel Stunde. Okay. Also da, wo wir uns einfach rangetastet haben, was halt so geht, was die Temperaturen machen, wo wir ungefähr aufhören. Und das ist am Ende auch die Erfahrung von Steffen. Ich wollte gerade sagen, weil generell ist das sein Alltagsgeschäft. Ne? Macht genau. Der muss halt nicht mehr groß rumprobieren, sondern der sieht die Werte, der weiß, gut, jetzt sind wir hier im Temperaturlimit. Das ist ja eigentlich meistens dann Temperatur, ne? Gerade jetzt Turbolader, das eben... Dann einfach, wenn die Luft so sehr anfängt zu drücken, dass einfach die Reibung zu groß wird, die Temperaturen hochgehen, dann kannst du ja nicht mehr viel machen, weißt du? Jetzt geht es hoch.
Ich weiß auch nicht, die ist wie... Wir müssen das Schaltgestänge nochmal einstellen. Die Frage ist halt... Die Kupplung ist halt ein bisschen... Die kommt sehr spät. Rein theoretisch, was stellt man denn ein, wenn die Kupplung zu spät kommt? Kann man ja eigentlich nicht so viel machen, oder? Ja. Beim nächsten Mal einfach nochmal entlüften. Vorne nochmal gucken, ob das irgendwas daran geändert hat. Ich denke, es ist einfach nur unten die Schrauben nochmal richtig festziehen. Und wir gucken nochmal, dass wir in den richtigen Gassen drin sind. Nochmal komplett durchschalten. Es gibt ja eigentlich so ein kompliziertes Verfahren, wie du das eigentlich machst. Mit hier so ein Gestell oben drauf pappen und... Dafür ist das da, weißt du? Wie das klingt? Wie macht er das? Na der... Oh. Was ist denn? Das war krass. Das ist gut, ne? Das müssen wir denn nochmal hier machen. Können wir mal machen, wo geht der Keller vor uns? Oh! Da war ein Alarm voll. Ah ja, genau. Der lädt sich dann wie so auf halt. Also das ist gut. Das ist gut? Ja, weil der dann halt gleich zupackt. Der ist dann, das ist der so, ist dann da. Das ist schon ein bisschen ekelhaft. Soll ich das Dach aufmachen vielleicht? Nee, unbedingt. Wegen kalt. Genau. Temperatur 15 Grad. Jetzt wollen wir jetzt schon mal. Oh, eigentlich ganz schön, oder? Ich konnte das nicht mehr dazu sagen. Ich habe schon einen richtigen Sinn, weil sind wir das letzte Mal gefahren. Wo wir genau. Regensburg. Autobahn zurück. Aber. Ja, da hatten wir halt noch einige Verkleidungen drin, da hatten wir sehr viele Windgeräusche. Genau, die lange Tour von Benny auf jeden Fall. Genau, und schön. Ab 4? Ab 4 ist eigentlich... Ab 4 ist da... Ist jemand da? Der Sound dazu ist halt einfach... Das kann einfach alles für mich. Wirklich, da verzichte ich wirklich ein bisschen noch auf die Performance, die jetzt vielleicht ein moderner, neuer Lader könnte, aber diese Charakteristik dazu, einfach geil. Erstmal dran gewöhnt, so weit zu drehen. Ne? Ja. Wie weit darfst du denn? 7,6 ist Ende. Kommt da eine Anzeige? Habt ihr was? Nee. Ich habe ja das. Nee, ich habe ja das Dings jetzt. Also habe ich noch nichts eingerichtet. Was kommt ja dann, ne? Könnte man theoretisch, denke ich, machen, ja. Also es gibt ja diese Anzeige, die du unten einbauen kannst, aber da würde halt die Außentemperatur wegfallen. Das fand ich ein bisschen schade, ja. Ich meine, wir haben ja so schon jetzt ein bisschen ausgeräumt hier mit dem normalen Bordcomputer. Ich denke mal, du kannst es bestimmt einstellen, dass einfach das Display im Gesamten dann mal kurz anflackert. Ich weiß gar nicht, in welchem Auto das da hier drin war. In irgendeinem so einem Clio Sport oder sowas? Oder in den Hyundai? Ich glaube, da ist dann einfach das komplette Display mal kurz rot, der Schaltblitz. Müsste man mal einrichten, ne? Da kannst du dich noch ein bisschen auslassen beim Spielen, ja. Ja. Mein Gurt hält mich fest. Wenn es ein Ehren am Leben. Jetzt. Weil die wieder so geschmeidig gehen durch das Silikonspray. Ja. Hast du gut kannst ja. Das ist vielleicht schon ein halbes Jahr her. Der Geheim, länger, ein Jahr. Der Geheimtipp.
Ist halt schwierig, ne, bei so einem Auto, wenn du das aufbaust, so einen guten Kompromiss zu finden zwischen entspanntes Fahren, Alltagstauglichkeit und trotzdem diesen bisschen sportlichen Charakter. Gerade was eben so Lagerungen, also Scheiß angeht, ne? Also wie gesagt, es fährt sehr angenehm, also vieles. Ja. Bin zufrieden. So, obenrum geht es echt gut. Ja, ja, obenrum passiert recht viel, ne? Wir müssen ja hier runter. Ich hab gehört, du nimmst die nächste. Wir haben ja noch ein paar Außenfahrten zur Auswahl. Irgendwas poltert halt, finde ich. Was ist das? Ich hab grad gehört. Na, kann ich dir sagen, was das ist? Das ist hinten dieses Brett, diese Ablage, die über der Ersatzradmulde liegt. Ich hätte gedacht, das wäre jetzt das Wanddreieck, was hinten drin ist, so ein bisschen in dieser leeren Tasche liegt. Auch möglich, es liegt, ja, das hätten wir mal eigentlich noch rausräumen können, ne? Also hier müssen wir noch ein bisschen Feintuning machen, damit man das Ding auch ein bisschen ordentlich bewegen kann und irgendwie so ein Fahrschüler hier rumzuppelt. Ich denke, im Großen und Ganzen, wenn er einmal rollt, dann rollt er echt gut. Thema Fahrwerk werden wir ja sowieso noch mal ein bisschen was angehen. Da haben wir schon einiges vorbereitet und Thema Bremse halt noch. Achsvermessung wird auch noch mal ein bisschen ausführlicheres Thema, weil da kann man schon echt viel Charakteristik vom Fahrverhalten und dem Fahrwerk verändern. Also ich glaube, man ist sich manchmal gar nicht bewusst. Hier gleich rein. Also ich glaube, manchmal gar nicht bewusst, was man eigentlich mit einer guten Achsvermessung, wie man das Auto da verändern kann, von der Fahrdynamik. Ja, schon wieder. Willst du gleich mal gucken, oder was? Nein, das Wanddreieck nehmen wir jetzt erstmal weg, auf das andere Band. Ja, dann. Könnte schon gewesen sein, gerade hinten immer an der Wand dran. Ah, okay. Hatte mal an die Seitenwand so angeschlagen. Na dann, probieren wir mal so. Angeschlagen! Ne, ist immer noch. Ja? Ja. Ah, das ist nicht gut. Scheiße. Scheiße. Es hört nicht auf! Es hört einfach nicht auf! Es war einfach alles so geil, bevor wir das nochmal rausgebaut haben. Wegen dem Differential, meinst du? Ja. Da war echt gar nichts. Das war. Ja, aber das nichts sind, war da. Es sind am Ende trotzdem normale Sachen. Das, also, die man jetzt beheben kann, logischerweise, aber die man natürlich dann erstmal feststellt, wenn alles zusammengebaut ist. Jetzt macht man so die ersten Probefahrten. Guck mal, das ist die zweite Fahrt seit bisschen wie vielen Monaten. Seit einem halben, dreiviertel Jahr, wo wir nochmal die ganze halbe Achse zerlegt hatten. Also. Naja, ich höre, was du meinst auf jeden Fall. Also ist aber auch. Die habe ich extra dafür ausgesucht, das damit wir das jetzt gleich raushören können. Kannst du einen Vorwerkstest machen hier. Damit das Teil vielleicht gleich daneben liegt, was wir brauchen. Ja, brauchst du noch rausziehen. Aber es ist allgemein so, überall, man hört so ein bisschen das Leder und ist halt so, ne? Weil man das Radio auch unter anderem. Ist halt, ich weiß schon, ja. Ein kleines Ding. Man hört auch in einem aktuellen Auto immer mal was, irgendwas Kleines, ne? Ist halt auch 30 Jahre alt, darf man nicht vergessen. Kannst du das Geräusch herausholen? Nehmt ihr mal so ein bisschen mit Gas? Nee, eigentlich nicht, ne? Schönes Ringel gefahren. Ich denke, oder? Ja, würde ich sagen, war doch mal ein kurzer Zwischenausritt. Wir haben gedacht, wir nehmen euch einfach mal mit auf die Reise.
mal gucken, wie es soundtechnisch ist. Vielleicht lohnt sich ja. Also ich sag mal, war jetzt inhaltlich logischerweise nichts Krasses, aber mal so für einen Sonntag so zum mal reinschalten, vielleicht ganz cool. Ja, würde ich sagen. Danke fürs Zuschauen. Ja. Bis später. Jetzt keine Ruhe gelassen. Wir haben einfach mal. Bring's gleich mit. Komm her. Auf die Schnelle das Federbein hingezogen und mussten feststellen, dass hier oben, kannst du mal kurz zeigen hier, weil ich habe keine Handball. Ja, die Verschraubung. Ja, dass hier tatsächlich noch ein bisschen Potenzial zum Nachdrehen war. Ja, also war nicht ganz fest. Wir schauen mal, jetzt mal fix rein und dann fahren wir noch mal ein kleines Ringel. Oh. 12 Uhr mitternachts. Freunde, Gruß aus der Küche. Ich habe ganz vergessen, einen Abspann zu drehen. Deswegen nochmal kurzes Update. Also wir haben das Thema mit dem Domlager auf jeden Fall nochmal in einer kurzen Probefahrt ausgewertet. Durften feststellen, dass das Thema erledigt ist. Also Problem behoben. Und ihr könnt euch auf jeden Fall aufs nächste Video freuen, denn wir haben ein ziemlich geiles Upgrade. Wirklich, das Auto besteht aus Upgrades. Upgrade für das Thema Fahrwerk, Domlager, Achsaufnahme und so weiter. Zusammengefasst, da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Also das wird richtig fett, richtig ausführlich. Viele Infos. Bleibt auf jeden Fall dran und an der Stelle empfehle ich mich weiter und wir sehen uns im nächsten Video. Ja? Ciao.